Und damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. nach gefühlten Ewigkeiten. Monaten, Jahren müssen wir uns erstmal wieder hier reinfuchsen. Ja, ich flausche erstmal alles, was hier so kreucht und. Genau, und ich gieße hier oben erstmal. Ich glaube, auf der anderen Seite musste gar nichts gegossen werden, ne? Nee, da ist alles mit dem Springklang. Plan. Aber da kann ein bisschen was geerntet werden. Gut. Käse fertig. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was wir vorhatten. Immer schon. Ah, Wir machen irgendwie wir immer müssen zu. alles händig ernten. Boah, alles händig melken. Ja. Ich glaube, es hat noch keiner von uns. Ich habe erst Stufe 9 mit der Hofarbeit. War doch Hofarbeit, ne? Ja. Der hat keine Milch. Ich auch nicht. Wir haben nur eine Kuh. Das ist so ewig her. Wir haben Post. Hallo Lia, ich würde gerne meinem Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen? Oma Evelyn. Ja. Aber freilich doch. Na, ich guck mal in unseren Schuppen. Steht nichts drin. Gut, dann weiß ich, was ich jetzt mache. Stelle ich da mal was rein. IT-Produkt. Goldene natürlich. Ja, Mayo. Wieder reinkommt. Ewig her. Hat man als Landwirt mal ein paar Monate, ein paar Wochen Urlaub und schon. Geht nichts mehr. Ich habe Mayo mit. Erstmal wieder reinkommen. Ich weiß gar nichts mehr. Jetzt komme ich erstmal hoch. Was ernte ich denn hier? Grünkohl. Ich schmeiße erstmal Met an und guck mal in unsere Kübel, hätte ich beinahe gesagt, in unsere. Ich komme jetzt drauf. In unsere Kisten, Gott verdammt. Ist aber auch ein schwieriges Wort. Was haben wir hier drin? Saat. Ein Kugelfisch. Gezumpelt. Geht wirklich was zu Goldenes kommt in Mama, Verkauf, ne? ne? Ja. Dann gibt es jetzt eingelegten Grünkohl. Ich brauche Saat. Wo haben wir denn Saat? In der anderen grünen Kiste, die da Wir haben eine Saatkiste für alles. beim Saatguterzeuger. Ja, irgendwie hatten wir das noch nicht so. Einheitlich. Sommer. Saat für den Frühling. Hallo? Nee. Nicht so? Was machen wir denn hier? Was denn? Ich habe Besuch. Ach so. Oh! Ganz hohen Besuch. Ja, ich glaube, du vermisst jemanden. Ja, der ist nicht mehr da. Ja, ich weiß. Wer steht vor dir? Ja, der läuft gerade quasi über mein. Ach, Ja, wir hatten die und Pilzdüse. das ist mein Obst. Nein, Kopf raus. Wir haben keine Saat für den Frühling. Ist schlecht. Aber wir haben Montag, das ist gut. Geh einkaufen. Mach das. Bring auch ein bisschen Knoblauch mit. Einfach weil wir Knoblauchöl machen können. Das Ich kann ja auch kann man dann. Knoblauch anbauen gerade. Felder, die ich frei. Da wolltest du nicht anbauen. Waldi. Natürlich auch Sachen an. Ich kann noch kein Knoblauchöl machen. Kommt noch. Wie viel Knoblauch willst denn du? Das braucht 4 Tage. Also
zwei, dass man zwei so Fuhren anbauen kann vielleicht? Das ist eine Fuhre. Ich muss mal eben zählen gehen. Auch konkretere Angaben. So, ich hole erstmal Grünkohlsaat. Ich zähle jetzt einfach mal die freien Felder. Eins von denen unter dir sind, glaube ich, 24. Komm, ey, ich kaufe jetzt einfach mal hier so 60. Boah, kaufen, wenn das Gewächshaus fertig ist, können wir eh anbauen. Neugieriger Vogel. Warte mal. Ah, bitte hin. Da dürfen sie sich hinlegen. Hier haben wir Kopf im Wasserglas. Ich glaube das ja nicht. Oh, verdammt. Wir müssen aber ganz schön was tun in Sachen Herzchen bei den anderen, wa? Das möchtest du immer, ja. Ist gar nicht. Wie weit bin ich? Das brauche ich. Lauch brauche ich. So. Oblauch ist da drin. Gut. Ach, hier hinter dem Hühnerstall ist auch noch eine Kiste. Baumaterial. Ja, die sieht man sogar noch. Leicht hinterm Dach. Honig. Wo gegossen ist alles? Nein. Habe ich jetzt total vercheckt. Also hier oben ist. Doch, das ist alles gegossen. Hier unten nicht. Wo? Hier. Oh! Oh! Was denn? Hier ist doch alles fertig. Ich war auch noch fertig. Oh, ja, sorry. Geh mal schnell einkaufen. Wir brauchen mehr Grünkohlsaat. Das waren 24 Felder, ne? Ne, 17 Uhr macht der Feierabend. Aber... Was totally komplett ignored. Ja, wir haben einen Saatguterzeuger. Ja, wir haben auch noch genug Saatgut da. Nein, das... Okay. Machen wir hier Knoblauch und so. Das war ja komplett jetzt... komplett ignoriert. Ja, total. Hoppala. Und hier mal gießen. Mensch. Ja, wenn man dann mal länger nicht spielt, ne? Und einfach mal das Grenzen ignoriert. Ja. Unfassbar. Sowas schaffe auch nur ich. Ja. Ich schüttel mal ein paar Lachsbeeren aus dem Busch. Können wir dann eine Marmelade draus machen. Und ich sammle das Holz ein, was hier so fertig rumsteht, in Baumform. Saatgut, müssen wir Saatgut kaufen. So, wie sieht's denn eigentlich mit unserem Gemeinschaftshaus? Wir brauchen immer noch Tier. Entweder ein großes weißes Ei braucht. Und ein Tier voll. Na, wir haben ja ein weißes Huhn, ne? Mittlerweile. Ah. Wir brauchen ein großes weißes Ei noch in der. Natürlich. Es hat uns aber, glaube ich, auch einfach noch kein großes weißes Ei gegeben.
ohne Frechheit aber auch. Wirklich. Müssen wir jetzt ganz viel Herzen und Lieb haben? Jetzt schmeiß ich es. Aber jetzt ewig kein Stardew mehr gespielt, ne? Ja, das Privatleben ging halt. Aber sind ja wieder da. Ja. Bin dran. Und jetzt auch wieder regelmäßiger. Ja. Jetzt Aufnahmesession und dann kann ich nachher alles schön fertig machen und anschauen. Ja. Damit jetzt am Dienstag, den 19. weitergehen kann. Ich schau mal auf dem Steinbruch vorbei. Ja, und dann komme ich nach Hause. Nee, dann nur ein bisschen das Erz, was hier so rumdümpelt, mitnehmen. Bin auch Hofarbeit 9. Ein Schüttel. Lauch! Auch noch 3 Büsche mit Lachsbeeren. Die brauchen wir aber auch wirklich nur, um daraus Marmelade zu machen, ne? Halt und nicht drum sorgen. Nö. Ich habe jetzt 30. Bitte noch. So, ich gehe ins Bettchen. Mach mich auf den Weg. Ich guck mal, wie das Wetter wird. Klar und sonnig. Hat morgen jemand Geburtstag? Nein. Hallo, Leo. Du liegst unterm Tisch. Gut, dann liegst du unterm Tisch. Hat Beben sicher. Ja. Ich liege. Bin auf dem Weg. Also heute fällt es mir sehr schwer, das Wasser runterzukriegen, muss ich gestehen. Einfach zwischendurch einen Schluck nehmen. Ja. Di. Und sich halt mal vor, ein bisschen mehr Wasser zu. Das ist gar nicht so einfach. Finde ich. Wo ist denn so ein Quatsch wie... Oh, ich habe einen Brief. Quatsch wie... Oh, ich habe einen Brief. Keine Ahnung. Bester Nachbarin-Preis. 500 Gold. Oh. Wo kommt denn das Harz hin? In die Baumaterialkiste. Da ist Saatgut drin. Das kann ich dir jetzt leider nicht mehr beantworten. Hallo, meines Hühnchen. Besonders das weiße Hühnchen. Wir haben doch 2 Kühe. Das ist das eine Kuh gestern verschwunden. Die eine sich versteckt, ja? Ja, hab sie gestern nicht gemolken. Ups. So, du Ziegel. Silberne oder normale Milch, würde ich sagen, nehmen wir zum Kochen. Weil ich glaube, überwiegend kriegst du eh nur noch goldene und lila, ne? Ja. Und mit den Eiern würde ich halt genauso verfahren.
mache darauf auch Käse, ne? Ja, kann man ja so aufteilen irgendwie ein bisschen, aber ich brauche ja zum Kochen auch zwischendurch. Ein großes. Warum auch? Milchkübel. Nein, Wasser an. Aus Eier? Ja. Was? Ich muss was? Brauchst du Eier? Immer. Milcheier immer, wenn du was entbehren kannst. Ja, geht. Entenei oder normal? Ich mach das immer mit normalen. Ich hab's mit Enteneiern ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Mit Ziegenmilch auch nicht. Also erstmal so. So, gegossen habe ich. Dann mache ich mal eben meine kleine Geschenkrunde. Gegossen? Ja, ich bin diesmal auch weiter runtergegangen. Da hängt ein Auftrag. Könnte mir jemand Narzisse bringen? Aber natürlich, Linus. Natürlich. Irgendwo wird auch noch einer rumstehen. So. Und ein Tulpe für Omi. Ein Lauch für Öpi. 500 Gold einsacken. Was habe ich denn hier überhaupt für Quests? Frische Frucht. Aprikosenbaum haben wir aber nicht. Robin. Also auf jeden Fall jetzt ein paar Eier im... Supi, danke. Im Regal. Wo wollten wir eigentlich dann mal hier unsere Mühle und so hinpacken? Das ist auch eine verdammt gute Frage. Ich würde sie dir auf Anhieb beantworten, aber ich bin gerade auf Tour. Da ist eine Narzisse für den Minus. Und schüttel noch ein paar Lachsbären aus der Umgebung. Eigentlich nochmal in dem tollen Schuppen. Ich habe da jetzt... Ah, das sind unsere... Genau, die habe ich da gerade reingestellt, weil da stand erstmal gar nichts drin. Ja, wir hatten ihn, glaube ich, noch gebaut. Irgendwie so. Ich glaube, er war dann einfach passend zum Aufnahmeende fertig. Alkohol. Willst du gar nicht? Alkohol. Oh, ich habe eine Zwischensequenz mit Sebastian. Er werkelt an seinem Motorrad. Oh, hallo Lia. Hä? Motorrad? Was, hast du noch nie ein Motorrad gesehen? Ich hab's dir wohl bisher nicht gezeigt. Das macht Sinn. Wenn das Garagentor zu ist. Vor allem, du kommst aus der Stadt und hast noch nie ein Motorrad gesehen. Manchmal nach Sonnenuntergang fahre ich für eine ganze Weile raus aus dem Sternentautal. Hi, Pater. Nichts ist vergleichbar mit diesem Gefühl, durch die leeren Straßen in Richtung des Leuchtens der Stadt zu düsen. Bin ich weg. Robin hat Gymnastik. Sobald ich genug gespart habe, ziehe ich los in die Stadt und noch weiter. Nur mein Motorrad und ich. Viel Spaß. Das wär's. Das Öl ist gewechselt. Ist super gemacht. Hey. Alle stolz auf dich. Ja, vielleicht nehme ich dich auch mal auf eine Fahrt mit. Das klingt gut. Nein, danke. Das klingt albern. Ich habe Angst vor Motorrädern. Natürlich. Klingt gut. Ich habe Angst vor Motorrädern. Ja, die knurren immer so.
Wie denn mit unserem Silo? Weiß nicht, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen... Gras, ja. Bisschen Gras. Aber wir müssten uns ja auch auf den Winter vorbereiten. Wir haben zwei Silos. Im Frühling. Würde auf jeden Fall noch ein drittes bauen, glaube ich. Ja, aber bei dem, was wir an Tieren noch kriegen. Vielleicht sogar noch ein viertes. Jetzt gerade können wir halt eine Menge Gras produzieren. Irgendwie illegal, ne? Ach Gott, wir haben den Grund der Mine immer noch nicht erreicht. Weiß es nicht. Nein. Das ist ja... Finde ich mal. Na, wir hatten einfach kein gutes Wetter. Kein schlechtes Wetter. Kein schlechtes Wetter. Gutes haben wir genug. Hallo, Leo. Baum has fallen. Ich habe eine Stahlaxt. Ich habe eine Axt. Aber eine Stahlspitzhacke. Ich habe eine Goldspitzhacke. Und eine Stahlgießkanne. Goldgießkanne. Eine Kupfer. Eine Kupferhacke. Das kenne ich irgendwoher. Gucken, ob wir Goldbarren haben. Ich meine ja. Aber Geld haben wir nicht. Oh, ne, wie viel kostet? 20 oder 25.000. Natürlich ein Problem. Oder war das Iridium? 2.000 kostet Kupfer, 5.000 kostet... Ne, genau, 10.000 kostet Gold. Stahl. Ach ne, genau, Stahl. Doch, kann hinkommen. Wir gucken morgen einfach. Kommt nach Kupfereisen? Ja. Schon mal fleißig Bäume. Ganz brauchen. Ein Bündel Handwerker. Fehlt uns noch irgendwas vom Obstbaum oder so. Spezialitätenfische. Kugelfisch haben wir aber. Ja, eine Kiste. Aber der Sandfisch fehlt uns. Der Sandfisch gibt es in der Wüste, ne? Ja, oder zwischendurch bei dem bei der Verkäuferin da, die. Fragen. Ups, ich muss mir eben ein bisschen anders hinsetzen. Irgendwie ist mir heute kühl. So schönes Wetter draußen. Wir hängen am PC. Ach ja, mein Radio Gott. Auf. Wir werden auch noch andere schöne Wettertage haben. Demnächst wird schönes Wetter sein und ich muss lernen, also. Aber da kann man sich dann ja noch raussetzen zum Lernen. Im Balkon. Auf dem Balkon. Muss man auch fertig machen. Nicht nur im Stadio ist so viel zu tun. Im Real Life. Ja, im Real Life sogar noch mehr. Ja. Komm mal nach Hause. Was sagt die Zeit? Weil ich habe ja ein bisschen früher aufgenommen. Okay. Jetzt in der... Mal jetzt nachher schlafen gehen. Folge vorbei. Ganz gut. Holz, Saat. So reizen wir den heutigen Tag einfach komplett aus. Wir müssen sowieso halt... zu früh ins Bett gehen, dann kommt... Was die Folgenlänge. Was können wir denn so machen? Webstuhl, Ölpresse.
Nee. Soll ich nochmal für ein Silber geben, ne? Ja, 10 Leben. Sonst nicht. Gold, 100 Gold. Kupferbarren? Aber ich weiß nicht, wie viel. Ich würde vielleicht einfach mal 5 Stück mitnehmen oder so, aber ich Ich nehme meine. einfach alles mit. Wir haben nur 2. Ich schmelze da noch mal ein bisschen was ein. Kupfer geht ja schnell. Ja, ich weiß, ich brauche auch noch Kohle. So ein Mist. Rohwasser. Furchtbar. Zum Schmelzen braucht man Kohle, also wirklich. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Nachher von Factorio. Ah. Obwohl, da brauche ich es nicht mehr. Da gibt es Schmelze, gibt es Hochöfen, gibt's Lichtbogen. Auch halt Strom. Den haben wir hier nicht. Obwohl der Fernseher läuft. Batterie. Genau. Der Fernseher funktioniert durch Blitzeinschläge in der Umgebung. Der Dafür aber regnet es Licht. zu selten. Ja. Dann schmelze ich jetzt danach noch ein bisschen Gold ein. Nein, wollte ich dir jetzt nicht schenken. So, jetzt habe ich noch 8 Kupferbarren. Dann war 10 Kupferbarren. Sie sich mir schon mal ein. Genauso wie hier drin. Dann sag ich mir noch ein bisschen was für Geschenke. Das Ja, ich muss auch noch. ist Glaube, ich muss die Abby noch beglücken. wahrscheinlich. Aber wir haben auf jeden Fall 2 Kürbisse, wenn du ihr einen Kürbis schenken möchtest. Danke. So. Ich gehe verkrümmel mich ins Ich Bett. wollte gerade sagen, jetzt glaube ich, können wir aber gut ins Bett gehen. Danke schon mal. Verabschieden wir uns auch schon mal für die Folge, oder? Und dann sehen wir uns in der nächsten. Genau. Dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.